Wir sind in den letzten 3 Jahren von 0 Euro Umsatz auf über 2 Millionen Jahresumsatz und auf 300.000, 400.000 Euro abgeschlossene Aufträge im Monat gewachsen. Von 0 Mitarbeitern auf 15 Mitarbeitern. Und Leute fragen mich immer, wie hast du es gemacht? Wie sieht das aus? Ich würde lügen, wenn ich sage, das war Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Das ist Step by Step alles hundertprozentig und das wird immer gelingen. Man weiß nie, wie die Umstände aussehen würden und was für Herausforderungen auf einen zukommen. Aber ich habe 10 Gebote, die wie ein Kompass dienen. Wie ein Kompass, an dem ich mich immer ausrichten kann, den ich immer wieder kalibrieren kann, um zu schauen, bin ich auf dem Weg oder nicht. Und diese 10 Gebote teile ich jetzt mit. Vielleicht helfen sie dir auch. Vielleicht kannst du dir nur eines dieser Gebote abgucken und die nächste Challenge besser meistern, mit der du jetzt konfrontiert wirst. Lass uns direkt starten. Bevor ich mit dem Video starte, mein Name ist Maro und ich bin der Gründer der Financial Freelancing. Wenn du regelmäßig unsere Videos schaust und noch nicht abonniert hast, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du jetzt kurz eine Sekunde auf den Abonnieren-Button klickst, vielleicht die Glocke anmachst und ein Like da lässt. Denn das hilft uns auf jeden Fall zu wachsen. Wir stecken viel in unserer Videoproduktion. Lass uns jetzt starten mit dem Video. Ich habe hier meine Gebote und ich schaue sie mir eigentlich jeden Tag an. Und am Ende des Videos erzähle ich dir nochmal eine Überraschung und das wird für viele freakig klingen, aber für mich hat sich das sehr bewährt und ich bin sehr gut damit gefahren und ich habe das auch so gespiegelt bekommen. Lass uns starten. Also, Gebot Nummer 1 ist Ownership. Ich trage volle Verantwortung für meine aktuelle Situation. Das gibt mir Macht, etwas zu ändern. Alles andere ist Ignoranz. Das heißt, ich muss verantworten, was mir passiert. Denn alles, was mir passiert und alle Umstände, in denen ich bin, ist die Summe aus meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe und die mich hier hingebracht haben. Jetzt können Leute sagen, Maron, wie kannst du denn verantworten, wenn es auf einmal anfängt zu regnen? Eigentlich verantworten wir das auch ein Stück weit, weil du in irgendein Land gezogen bist, in dem es häufig regnet. Aber es geht bei Dingen, die man nicht kontrollieren kann, darum, ich kann verantworten, wie ich mit dieser Sache umgehe, wie ich dazu stehe, wie ist meine Resonanz darauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Passiert mir die Welt oder passiert die Welt für mich? Und egal was passiert, ich sage immer, die Welt passiert für mich. Was will mir diese Lektion lernen? Was lerne ich gerade daraus? Wenn etwas gerade schwer ist, sage ich, geil, es passiert gerade etwas, was mich dazu bringt, abzuleveln. Was mich dazu bringt, über mich hinauszuwachsen. Wenn es gut läuft, sage ich, geil, ich habe Rückenwind. Reite die Welle so gut es geht. Merkst du, wie ich das frame in meinem Kopf? Ich weiß, es klingt ein bisschen nach Chaka Chaka, Hokus Pokus Mindset Coach. This is how I roll. Das ist die Brille, durch die ich meine Umwelt und meine Welt anschaue. Und ich bin sehr gut bisher damit gefahren. Also Punkt Nummer 1 ist Ownership. Punkt Nummer 2, grow or die. Ich höre nie auf zu lernen und sorge dafür, dass ich jeden Tag ein kleines bisschen besser bin als gestern. In jedem Lebensbereich. Stillstand ist tot. Grow or die. Ganz wichtig. Viele sagen immer, oh, alles was wächst, was unkontrolliert wächst, ist immer ein Tumor und das ist böse und das geht nicht. Im übertragenen Sinne. Ich sehe das anders. Ich glaube, es gibt gesunden Wachstum. Und ich glaube, sobald wir aufhören, danach zu streben, besser zu werden, werden wir schlechter, werden wir bequemer, werden wir weicher. Besser sein kann auch sein, dass ich sage, ich muss besser sein und abschalten. Und das heißt nicht, dass ich weicher werde. Aber jedes Mal, wenn ich mit einem Kunden spreche, sage ich immer, Maron, hast du dein Bestes gerade gegeben? Hast du deine bestmögliche Antwort gegeben? Hast du ihm die bestmöglichen Insight gegeben? Sogar wenn mir Leute auf Instagram manchmal schreiben, bin ich so, oh Mann, gar keinen Bock drauf. Manchmal hinterlasse ich ihnen eine Sprachnachricht, weil ich sage, das könnte so viel für die bedeuten, jetzt nicht, dass ich ein Star wäre oder so, aber wenn die eine Frage haben, hinterlasse ich ihnen eine Sprachnachricht, weil ich sage, geil, heute antwortest du 2 Leuten. Gestern hast du einer Person geantwortet. Also in jedem Bereich ein kleines Stück besser. Ein besserer Partner für Selina, für meine Freundin, für meine Verlobte werden. Ein besserer Sohn für meine Eltern. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du überall perfekt bist. Es heißt einfach, dass die Richtung, in die du gehst, optimieren ist und besser ist. Und wenn du jedes Mal ein kleines Stück besser wirst, du hast 2 Kurven. Die eine Kurve wird nicht besser und alles, was nicht besser wird, entwickelt sich grundsätzlich zurück. Und die andere minimal entwickelt sie sich bisschen nach oben. Und wenn du jetzt, James Clear sagt das immer so schön in seinem Buch, ich glaube die 1%-Methode, und wenn du jetzt 3 Jahre nach vorne zoomst, das ist das, was passiert ist, dann entsteht ein riesiges Gap. Und als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich in so vielen Lebensbereichen ja, Fortschritte gemacht habe, vor allem beruflich, weil ich sehr viel Fokus darauf hatte in den letzten Jahren. Also grow or die, das Gebot Nummer 2. Das dritte Gebot, nach dem ich lebe, ist Tough Love und Radical Transparency. Ich fordere direktes Feedback, so, dass ich genau weiß, wo ich stehe und was ich machen muss, um dahin zu kommen, wo ich sein will. Ich bin ebenfalls radikal ehrlich zu mir und offen für meine blinden Flecken. Ein blinder Fleck von mir. Damals dachte ich immer, ich muss zu jedem so sein, wie ich möchte, dass man zu mir ist. Das stimmt aber nicht. Denn ich bin ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Ich mag es sehr direkt und sehr tough, direkt ins Gesicht gesagt zu bekommen, was Sache ist. Die meisten Leute mögen das nicht so. Das heißt nicht, dass ich nicht ehrlich bin mit denen. Tough Love und Radical Transparency. Das heißt wirklich, dass ich aus Fürsorge und aus einer Liebe zu einer Person
die Aufrichtigkeit besitze, ehrlich zu dieser Person zu sein und durchzudringen zu der Sache, was mir auf dem Herzen liegt und was wirklich wichtig ist. Denn ich mag es nicht, Zeit zu verschwenden. Wir wissen nicht, wie lange wir zu leben haben. Ich führe jetzt, und ich habe gemerkt, das ist auf alle Lebensbereiche, das habe ich beruflich angewendet, aber ich führe jetzt Gespräche mit meinem Vater, die ich vorher nicht geführt hätte, weil ich denke, hey, der ist jetzt 60, der ist jetzt ein bisschen über 60, wer weiß, wie lange er noch hier ist. So, das ist ein Alter, wo ich mich glücklich schätze, dass er noch gesund ist, dass er noch alles machen kann, aber ich habe viele Leute, die traurigerweise sagen, hey, meine Eltern sind nicht mehr da. Mein Papa ist mit Mitte 50, hat er Krebs bekommen und so, und da tut mir extrem leid und da habe ich auch echt Respekt vor, dass man mit sowas umgehen muss, aber für mich ist dieses Tough Love and Radical Transparency no Bullshit. Komm direkt zum Punkt, lass uns direkt cut the chase. Immer wenn ich Vorstellungsgespräche habe, gebe ich den Leuten den Daumen und sage, hey, ich weiß, du bist angespannt und du bist aufgeregt. Wir sind das auch ein bisschen, aber schau mal, wir haben eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Sei einfach du selbst. Wir sind auch wir selbst. Das heißt, wenn du irgendwas siehst und so, sei ehrlich zu uns. Wir sind auch ehrlich zu dir. Das ist Tough Love and Radical Transparency. Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Kundenfokus. Wow Experience für Kunden. Wie kann ich eine positive Erfahrung schaffen, bei dem der Kunde nicht anders kann, als beim Abendessen seiner Familie oder seinen Freunden das mitzuteilen. Das ist eine Sache im Business-Kontext. Immer wenn ich mit Kunden zu tun habe, denke ich, wie schaffst du es, eine Schippe raufzupacken? Was müsste jetzt passieren, damit die Kunden denken, ey, krass, Alter, das hätte ich nie gedacht. Das hat sich immer ausbezahlt gemacht. Auch als Freelancer, jetzt als Unternehmer noch mehr. Das heißt, immer wenn du mit Leuten interagierst, wie schaffst du es, eine Schippe raufzupacken? Wie schaffst du es, dafür zu sorgen, dass sie sagen, ey, krass, lass ich von dir beim Abendessen erzählen. Damit bin ich extrem gut gefahren, denn guter Wille, das kriegst du doppelt und dreifach zurück von anderen Leuten. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft zu haben. Gebot Nummer 5. Selbstrespekt. Ich achte auf meine physische Gesundheit durch regelmäßigen Sport, gesunde Ernährung und Erholungsphasen. Ich achte auf meine Psyche durch Meditation und Persönlichkeitsentwicklung. Für mich ist so, wie du mit dir selbst redest, das, was du zu dir führst, so wie du mit deinem Körper umgehst, sagt sehr viel darüber aus, wie viel Respekt du dir selbst zollst. Und in der Regel besteht immer eine Verbindung dazu, wie respektvoll du mit dir umgehst und wie respektvoll du mit anderen Personen umgehst. Ich weiß, wir sind gerade im Freaktown. Ich weiß, es klingt freaky für viele, aber das sind meine Gebote und danach lebe ich. Das heißt, ich respektiere mich, ich respektiere meinen Körper. Das heißt, ich respektiere auch andere. Ich respektiere die Körper anderer. Und wenn du dich selbst respektierst, wird dir Respekt entgegengebracht. Und das habe ich erfahren. Das ist Punkt Nummer 5, Selbstrespekt. Punkt Nummer 6, get shit done. Das ist der Bulldozer-Modus. Ich krempel die Ärmel hoch und arbeite die mir zugewiesenen Dinge, Aufgaben, den Taskbergen weg. Das ist ein Modus, wo ich weiß, wenn ich super viele Dinge zu tun habe, gilt es nicht irgendwie smart about it zu sein, sondern arbeite den Scheiß einfach weg. Arbeite das weg, mach dir ein cooles Elektroset an und arbeite das einfach weg. Punkt. Das ist einfach Bulldozer-Modus. Die Dinge müssen gemacht werden. Und es hat mir total geholfen zu unterscheiden, ich erkläre gleich den anderen Modus, zwischen Bulldozer-Modus und Wizard-Modus, weil ich genau wusste, ich bin gerade in dem Modus, weil das ist eine bestimmte Gehirn, ich weiß gar nicht, ob es eine Gehirnregion ist, aber das ist eine bestimmte Einstellung, die ich habe, dann arbeite ich einfach alles weg. Weil wegarbeiten ist was anderes als strategisch gucken, Prozesse, Systeme. Bulldozer-Modus, und das ist immer cool, wenn ich sage, ich bin im Bulldozer-Modus, let's go. Ist in der Regel nachmittags bei mir Bulldozer-Modus, weil du nicht super strategisch und tief nachdenken musst, sondern die Dinge einfach wegarbeitest. Punkt Nummer 7, work smart. Das ist der Wizard-Modus. Ich frage mich regelmäßig, ob bestimmte Arbeitsabläufe nicht schneller, einfacher oder effizienter gemacht werden können. Das heißt, nur Bulldozer-Modus macht stumpf. Denn es kann sein, dass du Dinge machst, die sich einfach automatisieren lassen. Das heißt, es ist wichtig, regelmäßig auch den Wizard-Modus zu haben. Der Wizard-Modus ist bei mir in den frühen Morgenstunden. Kann ich das prozessualisieren? Gibt es da Systeme für? Habe ich einen Denkfehler? Kann man das nicht einfacher machen? Thinking Time, Deep Work Session, das sind mein Wizard-Modus und das ist eine Sache, die ich lieben gelernt habe. Ich bin häufig im Wizard-Modus im Flow. Punkt Nummer 7, mein Gebot Nummer 7 ist Work Smart. Gebot Nummer 8, Integrität. Ich spreche nie in einer Art und Weise über einen Kollegen, Kunden, Freunde oder Interessenten, in der ich auch nicht sprechen würde, wenn sie anwesend wären. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das macht, sei eine Person, die integer ist. Witzig, wenn Leute mal über andere erzählen an einem Esstisch und sie denken dann immer, sie stellen sich über andere, aber das Einzige, was bei mir immer passiert ist, die Person sinkt an Status in meinen Augen, weil ich denke, warum redest du über andere Leute? Wenn du cool bist mit dir selbst, würdest du nicht über andere Leute reden. Das heißt, rede nie über andere. Und ich merke das immer, viele Leute, mit denen ich damals war, haben gerne über andere Leute geredet. Dann kam eine Phase, wo die Leute gerne über Umstände geredet haben. Jetzt bin ich fast nur noch mit Leuten, die über Ideen und über die Zukunft sprechen, nicht über andere. Und da kannst du sehr gut gucken, in was für einem Kreis du bist. Also das Schlechteste ist, über andere Leute zu reden. Weniger schlecht, aber immer noch schlecht ist, über die Umstände zu reden. Politik, das und das ist schlecht. Opfermentalität.
Das ist wieder Punkt Nummer 1, Ownership. Das ist Opfermentalität. Und das Beste ist, über Ideen, über die Zukunft, über Visionen, über Sachen zu sprechen, über Sachverhalte zu sprechen und dann wirklich eine gute Diskussion darüber zu haben. Gebot Nummer 8. Gebot Nummer 9, Outcome-Driven. Ich weiß, dass Ergebnisse wichtiger sind als Arbeitszeit, Anwesenheit, Regeln. Einfach Outcome-Driven. Wie kann ich das Ergebnis noch schnell erreichen? Wie kann ich das 10-fache in derselben Zeit erreichen? Immer wieder filtere ich danach und gucke mir das an. Was passiert, wenn ich mein Jahresziel mal 10 nehme? Wie müsste ich denken? Das hilft dir einfach, das ist einfach eine Denkübung, auf andere Ideen zu kommen. Und Gebot Nummer 10, das habe ich seit einem Jahr, eineinhalb Jahren reingenommen, weil das mir eine wichtige Sache war und ich nicht wollte, dass mein Leben nur aus Arbeit und Mach besteht. Fun. Ich erlaube mir Spaß zu haben und mich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn am Ende des Tages muss ich gerne aufstehen, muss ich gerne zur Arbeit kommen können, muss ich einfach gerne das Leben leben, weil wir haben nur die Zeit, wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt und es sollte nie Mittel zum Zweck sein. Das heißt, Punkt Nummer 10 ist ein Punkt, wo ich immer, wenn ich meine Woche vorplane, sage ich, was kann ich als Fun-Part für die kommende Woche planen? Welche Dinge kann ich unternehmen? Mit welchen Freunden kann ich was machen? Wie kann ich mal rumalbern? Wie kann ich wieder Kind sein? Wann gehe ich mal wieder skaten? Das ist ein wichtiger Faktor, denn ja, wenn du zufrieden bist, wirkt sich das auf alle Lebensbereiche heraus und das macht das Leben einfach lebenswert. Der Punkt, den ich dir am Anfang erwähnt habe, was ich dir jetzt am Ende des Videos sage, in fact, all diese Dinge, die ich erwähnt habe, nach denen ich lebe, sind die Firmenwerte und die Gebote, die wir in unserer Firma haben. Und ich lese das sogar Leuten vor bei Vorstellungsgesprächen. Und ich frage danach, wie die das finden, aber ich frage weniger, wie die das finden. Ich schaue eher ihren Gesichtsausdruck dabei an, wenn ich diese Dinge vorlese. Schmunzeln die und sind peinlich berührt oder strahlen die Augen und sie sind motiviert? Weil mir ist bewusst, wie freakig das klingt. Und mir ist bewusst, Gebote und bla, was ist das denn? So baue ich eine Culture in meiner Company auf. Und das sind Dinge, die ich immer, so gut es geht, versuche vorzuleben. Und das sind die Dinge, nach denen wir leben in unserer Firma. Und alle 15 Leute, die wir gerade in der Firma haben, die leben nach diesen Geboten. Und immer, wenn wir nach Dingen schauen, nach Sachen, die wir verbessern können, führen wir das immer wieder auf diese Gebote zurück, auf diese Kernwerte, die wir in der Firma haben. Das heißt, wenn du Interesse hast, ich habe auch in den Kommentaren mal unsere offenen Stellenanzeigen und auch die Seite verlinkt, in dem ich diese Gebote verlinkt habe, aber das sind die Dinge, die mir sehr helfen, nicht nur als Selbstständiger, sondern als Person mein Wertesystem da durchzuguiden und die Dinge danach zu filtern und zu bewerten. Schreib mir mal in die Kommentare, was so dein wichtigster Punkt ist, durch den du deine Umwelt filterst, durch den du deine Umwelt siehst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, abonniere uns, lass ein Like da. Danke für deine Zeit, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Ich schätze deine Zeit. Ich weiß, dass deine Zeit wertvoll ist und ich schätze es umso mehr, dass du es bis zum Ende des Videos geschafft hast. Und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Ciao, ciao.